Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal ein Modellierschokoladenrezept mit weißer Kuvertüre. Normalerweise ist das ja relativ weich, aber ich habe jetzt ein Rezept gefunden, was echt genial ist. Und aus diesem Rezept machen wir nachher eine Rose. Also wenn du das unbedingt sehen möchtest, dann bleib jetzt dabei und ich sage einfach, legen wir los. Für unsere weiße Modellierschokolade brauchen wir 500 Gramm Kuvertüre, 100 Gramm Kakaobutter, 150 Gramm Glucose und 50 Gramm Wasser. Als erstes müssen wir die Kuvertüre mit der Kakaobutter fein hacken. Wenn ihr kein Gerät zum Zerkleinern habt, verlinke ich euch ein Video, wie man Modellierschokolade noch herstellen kann. Sobald jetzt die ganze Masse klebrig wird und nach oben kommt, einfach hergehen und wieder nach unten drücken und weiter mixen. Durch diese ganze Bewegung gibt man der Kuvertüre Wärme bei und es fängt langsam an zu schmelzen. Sobald sie die richtige Konsistenz hat, kann man auch schon die Glucose beigeben. Solltet ihr keine Glucose zu Hause haben, könnt ihr natürlich genauso Honig dafür verwenden. Durch die Glucose wird die Masse schon um einiges geschmeidiger. Jetzt kann man auch schon das Wasser beigeben und ein letztes Mal mixen. Aber aufgepasst, nicht zu lange mixen, denn sonst separiert sich die Kakaobutter von der Kuvertüre. Dies kann nach dem Aushärten zu Kristallen führen, die man nicht mehr rausbringt. Sobald die Masse jetzt fertig ist, schlage ich sie noch in Frischhalterfolie ein und lasse sie für einen Tag auskristallisieren. Falls ihr eure Modellierschokolade noch einfärben möchtet, würde ich euch raten, Pulverfarben zu nehmen und diese auch beim Kuttern beizugeben. Sobald jetzt unsere Modellierschokolade ausgehärtet ist, kann ich sie wieder rausnehmen und mit der Hand leicht durchkneten. Passt aber dabei auf, die Masse nicht zu viel durchzukneten, sonst wird sie so weich. Wir wollen sie noch wirklich stabil genug haben, um daraus Blätter zu formen. Nun habe ich die Masse noch mit etwas Stärke bestäubt und kann sie jetzt bis 1-2 mm dünn ausrollen. Bei der weißen Modellierschokolade geht nur diese Technik mit dem Ausrollen, da sonst die Masse zu weich wird und sonst beim Zusammenkleben auseinanderfällt. Mit der restlichen Kuvertüre mache ich mir jetzt noch einen Stempel, wo ich dann die anderen Blätter drauf fixiere. Um die Blätter perfekt ausdünnen zu können, habe ich jetzt noch eine Glassichtfolie, in die ich jetzt die einzelnen Blätter reinlege und mit dem Daumen nachher ausdünne. Hier wiederum aufpassen, die Schokolade nicht zu oft anzugreifen, denn sonst wird sie zu weich und sie bleibt auch an der Folie kleben. Ihr könnt natürlich aber auch die Blätter auf der Seite legen, um sie etwas wieder mehr anziehen zu lassen und zu stabilisieren. Das erste Blatt sollte jetzt die ganze Knospe verdecken, wobei wir darauf achten, dass hier eine ganze Umdrehung schließt. Sobald wir das geschafft haben, dünnen wir uns wieder drei neue Blätter aus und kleben sie jetzt, wie auf dem Video gezeigt, ineinander, um eine perfekte Knospe zu bilden. Falls ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt die obere Fläche noch etwas eindrehen, somit wirkt die Rose auch noch etwas lebendiger. Jetzt heißt es wieder Blätter ausdünnen und erneut ankleben. Hierbei drücke ich aber bei den äußeren Blättern noch mit meinem Daumen nach innen und knicke die äußeren Ränder leicht zusammen, um eine schöne Kante zu erzeugen. Beim Ankleben versuche ich jetzt bei den weiteren Blättern wie eine Wendeltreppe vorzugehen und klebe Blatt auf Blatt und definiere somit die Größe der Rose. Sobald ich jetzt meine gewünschte Größe erreicht habe,
kann ich jetzt noch mit Daumen und Zeigefinger die Modellierschokolade nach unten drücken und mit einem glatten Messer abschneiden. So ist auch unsere Modellierschokoladenrose auch schon fertig und bereit für ein Schaustück oder für eine Torte eingesetzt zu werden. Ich hoffe, dir hat mein Video zur Modellierschokolade mit dieser Rose gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen und schreibt doch mir mal in den Kommentaren, wie es euch mit meinem Rezept ergangen ist. Und nicht vergessen, wenn wir wieder ein Video posten und du noch kein Abonnent bist, dann drück unbedingt auf den Button und das Glockenzeichen nicht vergessen, um immer up to date zu bleiben. So, bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.